Dieses Video zeigt ein Gespräch zwischen Frau Bilkova, einer Arbeitssuchenden, und dem Personalchef eines Hotels, Herrn Kugler. Frau Bilkova möchte in dem Hotel als Zimmermädchen arbeiten. Sie stellt sich kurz vor und Herr Kugler stellt weitere Fragen zu ihrer Berufserfahrung. Frau Bilkova möchte wissen, was ihre Aufgaben sind, wie die Arbeitszeiten sind und wie viel sie verdient. Der Personalchef beantwortet ihre Fragen und begrüßt sie als neue Mitarbeiterin. Sie soll am nächsten Montag anfangen. Frau Bilkova bedankt sich und sie verabschieden sich. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich heiße Anna Bilkova. Herr Schmidt hat für mich einen Termin für 10 Uhr vereinbart. Dann sind Sie ganz richtig hier. Mein Name ist Herbert Kugler. Es freut mich sehr, Frau Bilkova. Mich auch, Herr Kugler. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Jetzt brauche ich bitte Ihre Unterlagen, den Lebenslauf, alle Zeugnisse und Ihren Personalausweis. Bitte hier. Danke. Also, Sie möchten als Zimmermädchen arbeiten. Ich sehe, Sie haben die Ausbildung als Hotelfachfrau erfolgreich abgeschlossen. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Ich heiße Anna Bilkova und bin 26 Jahre alt, verheiratet und habe eine 3-jährige Tochter. Nach meiner Ausbildung habe ich 4 Jahre lang in einem kleinen Hotel in Prag an der Rezeption gearbeitet. Manchmal habe ich auch im Restaurant bedient. Also, Erfahrung haben Sie. Was sind Ihre Stärken? Ich bin aufgeschlossen und freundlich. Ich arbeite schnell und bin zuverlässig. Ich spreche gut Deutsch, Englisch, ein bisschen Russisch und natürlich Tschechisch. Das ist meine Muttersprache. Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? In der Schule, 4 Jahre lang. So, und nun zu Ihren Aufgaben bei uns. Sie räumen die Hotelzimmer auf, saugen und wischen Staub und putzen die Bäder. Sie beziehen die Betten und sorgen dafür, dass alle Zimmer ordentlich sind. Wir legen sehr großen Wert auf Sauberkeit. Gut, das ist kein Problem. Haben Sie noch Fragen? Ja, wie sind die Arbeitszeiten? In der Teilzeit arbeiten Sie 20 Stunden pro Woche, aufgeteilt an den Werktagen von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Passt es Ihnen? Ja, das ist perfekt. Meine Tochter ist in der Zeit im Kindergarten. Und wenn sie einmal krank ist oder der Kindergarten zu hat? Dann kümmert sich meine Schwiegermutter um meine Tochter. Ich hätte noch eine Frage. Wie viele Urlaubstage bekomme ich und wie viel verdiene ich? Sie bekommen 3 Wochen Urlaub im Jahr und verdienen etwa 700 Euro pro Monat. Sie haben 4 Wochen Probezeit und eine Kollegin zeigt Ihnen in den ersten Wochen Ihre Aufgaben. In Ordnung. Können Sie nächste Woche am Montag anfangen? Ja, selbstverständlich. Ich freue mich schon auf die Arbeit in Ihrem Hotel. Dann darf ich Sie als neue Mitarbeiterin bei uns herzlich begrüßen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Wir sehen uns am Montag um 8.30 Uhr an der Rezeption. Auf Wiedersehen, Frau Bilkova. Vielen Dank, auf Wiedersehen, Herr Kugler.